Gut, aber es leckt gerade sowieso, weil, ja. Der zu lange an war und deswegen mache ich nochmal einen Neustart, dann wird es vielleicht ein bisschen flüssiger. Alles klar. Weil mit dem Gruckel ist es echt schwer, sich zu konzentrieren. Also bis gleich, Leute. Bis gleich. So, ich bin zurück. Diesmal läuft es besser und flüssiger. Und wenn es überhaupt nicht klappt mit Tränken und Milch und so, dann hätte ich jetzt vielleicht doch die Feen benutzen. Ja. Wenn du wenigstens einmal zum Vati kommen würdest. Also die Ritter sind echt eine Schwachstelle. Ja. Ich merk's. In dem Fall wäre es natürlich gut, die große Wirbelattacke zu haben, nicht wahr, Wachi? Welche ist das? Na, die 10. Rolle. Dann wirbelst du ganz viel umher und die Ritter, die sind total verwirrt davon. Du kannst sie damit sowas von niederschnetzeln. Die habe ich leider nicht mehr gefunden. Du brauchst sowieso die restlichen, die dir jetzt noch fehlen, die restlichen 4. Wenn du die 10. haben willst. Dann gibt es natürlich noch die Meisterdinger, das sind keine Schwertrollen. Aber die machen beispielsweise, dass deine Energie schneller auflädt. Oder sowas. Sodass generell du wirst einfach gebufft. Du musst doch generell mal mit einer Wirbelattacke, vielleicht bringt das ja was. Persönlich fand ich auch bei Wind Waker waren die einfacher. Ja, definitiv. Mein Gott, wieso spinnt es jetzt schon wieder rum? Ein bisschen verstehe auch nicht gerade wieso. Aber du gibst den doch eigentlich ganz gut auf die Fresse. Im Prinzip schon, aber ich bin dort schon viel zu lange das Ganze. Weißt du was? Ich gehe mal ganz kurz meinen Gameboy holen, ich zock das jetzt auch. Okay. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Mach du so lange schon mal weiter. Ich such ihn nur kurz. So, da bin ich wieder. Super. Jeder, der den Gameboy hat, kennt das. Erstmal pusten, damit es funktioniert. So. Oh, mein Gameboy. Oh. Da kommen Erinnerungen hoch. Mann, ich das Ding lang nicht mehr in der Hand. So, wollen wir sehen. Das ist mein 100% Spielstand. So, und dann werde ich jetzt selber auch mal die Typen besiegen. Cool. Ich bin ausgerüstet mit 4 Feen. Hab maximale Herzen. Und ich werde jetzt mal besuchen gehen. Und ich würde dir raten, einen Trank zu schlucken. Den letzten schon? Ja. Oh. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, bla 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 bla. Zweiter Glockenschlag.
dritter Glockenschlag. Ne, bei mir noch nicht. Ach so, bei dir. Wo sind die anderen Schwertrollen? Suchst du die jetzt alle? Ja. Das wird aber eine Weile dauern. Ich weiß nicht, welche du hast. Außerdem muss ich ganz kurz die Ritter kurz besiegen. Nummer 1 tot. Nummer 2 tot. Okay, ich guck's mir gerade an. Hast du schon den auf dem Gongolberg? Übrigens Nummer 3 tot. Und ich habe nicht ein einziges Herz verloren. Ich sag einfach mal welche. Energiestrahl, Strahlattacke, Wirbelattacke, Steinspalter. Also hast du schon die, wo das Schwert, wo du nur weniger als ein Herz hast und dann das Schwert strahlt? Ja. Also weniger als ein Herz, nicht volle Herzen. Ja. Also okay, das hast du. Hey, warum sind es nur noch 8 Schwertrollen? Wo ist 9 und... Ach so, warte mal, 9 und 10 waren ja die Extra-Dinger, von denen ich erzählt habe. Okay. Dann, fehlt dies im Prinzip. Ja, und die fast ganz rechte. Na gut, ich mach meinen Gameboy nochmal aus und nochmal an. Hehe. Na gut, dann schaue ich mir meine eigenen Schwertrollen mal an und dann weiß ich bestimmt auch wieder, wo die sind. Aber geh auf jeden Fall mal zu dem Typen in Hyrule selber. Zu dem, von dem du auch schon die erste Schwertrolle hast, weil ich weiß, dass du da eine vergessen hast. Obwohl das ziemlich offensichtlich ist. Okay. Und eigentlich beide Schwertrollen fehlen von ihm. Fällt mir gerade auf. Du musst 2 Schwertrollen von dem Typen holen. Das ist die Ausfalltechnik mit den Stiefeln. Genau. Dass du das Schwert nach vorne hältst, während du rennst und somit beim Rennen Schaden machst. Stimmt, das hat der Typ im Video auch gemacht. Also diese Technik. Hast du auch schon die, dass du nach dem Rollen dieses Schwert, das Schwert ziehst? Ja. Benutzt du die auch? Weil wenn du damit etwas triffst, macht das ziemlich viel Schaden. Das macht so viel Schaden wie eine Wirbelattacke. Hm, jetzt sprich nochmal mit ihm. So. Was uns doch schon gleich wieder zur letzten Schwerttechnik danach bringt. Sturzattacke. Hm. Du musst einmal kurz auf den Greifmantel klicken und dann auf das Schwert. Dann machst du einen Gnadenstoß nach unten. Er wird es ja jetzt vormachen. Also, du musst quasi drücken BA. Falls du den Greifmantel auf B hast und das Schwert auf A. Du weißt, was ich meine. In dem Takt etwa. Takt, tak. Nee, nicht gedrückt halten. Takt, tak. Musst du drücken. A, B. In dem Takt muss er es drücken. Nur einmal kurz A antippen und dann B. Antippen, nicht gedrückt halten. Genau. Man kann ja auch den einmal kurz drücken, dann macht er halt anstatt diesen Flug nur diesen einen kleinen Sprung. So, ja, fehlt noch eine.
Ja. Nimm dir deine Ocarina des Windes. Tröte einmal rein. Und lass dich zur geheimen Welt von Tabanta fliegen. Nach links unten. Nimm jetzt deine Pegasus-Stiefel, stelle dich nach oben an den Stein. Nein, nach oben. Also ein bisschen weiter links. Nee, genau. Und renn nach links über den Sumpf. Na, nein, 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 das war zu weit. Nach links über den Sumpf rennen. Nach oben ein bisschen weiter. Und jetzt geh in das Grab. Interesting. Und damit machst du die Ritter ziemlich platt. Einfach immer wieder die Wirbelattacke, immer häufiger gegen die, weil irgendwann fällt ihre Deckung und da kannst du die ziemlich zerschnetzeln damit. Und jeder einzelne Schlag macht genauso viel Schaden wie ein einzelner Wirbelschlag. In anderen Worten, zweimal so viel Schaden wie ein normaler Schlag. Und stell dir mal vor, dam, 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 dam. Also es würde 4, 8, 16, das laber ich. 4, 8, 12, 16 Schläge und so. In anderen Worten, so ein Ritter ist nach 5 Schlägen bereits tot, wenn du es richtig anstellst. Das dürfte dir doch ein bisschen unterstützen. Yep, bei deiner Ritter-Quest. Und nimm gleich 3 Feen mit. Sind besser, weil dann musst du dich nicht hinstellen und den Trank schlucken. So. Gut. Dann pack mal dein Zeug. Treten wir dem Typen in den Arsch. Hoffentlich jetzt besser als vorher. Nein, ich müsste ja. Besser als vorher. Mach nochmal einen Quicksave, die magst du ja. Na gut, okay. Ist ja jetzt nur wegen den ganzen Feenzeug. Hey, das Ding ist wieder dreckig. Na gut, aber das können wir auch im Nachhinein machen. Das hat jetzt keine Symbolik mehr.